Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum größten Star von Hollywood, würde ich sagen. ich habe vergessen, was meine Aufgabe war. Was war meine Aufgabe? Nein. Da. Uns ausruhen. Sollten wir den finden? Bin erstmal nicht meine Lieblings-Sim-Experten. Ist ich. Könntest du diese Rakete finden? Oh, okay. Jedenfalls bin ich mir sicher, dass ihr zwei etwas Ruhe braucht. Ich kann jemanden rufen, der euch euer Zimmer zeigt. Yes. Please. Das ist euer Zimmer. Und macht euch wegen dem Fernseher keine Gedanken. Es gibt nämlich keinen. Euch Menschen kriegt man einfach nicht von diesen Fernsehern los. Deshalb hat der Produzent ausdrücklich verlangt, dass hier kein Fernseher steht. Danke. I guess. Ich frage mich, ob Alva und Isabel es nach Futura geschafft haben. Stimmt, die hängen wahrscheinlich immer noch im Nebel fest, wa? Really? Das war das ganze Kapitel. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich das jetzt auch noch machen können. Egal, weiter geht's. Salomon? Okay. Das war unerwartet. Er ist älter geworden, oder? Was für eine langweilige Darbietung. Wo ist die Hingabe, die Leidenschaft, das Gefühl? Das ist ja spannender, zwar leicht immer verwesen zuzusehen. Was macht diese Dilettante da hinten eigentlich? Mit diesem Unfug kann man höchstens Schulkinder amüsieren. Ach, sieh an. Noch so ein aufwendiger Spezialeffekt. Wie originell. Produziert er immer noch diesen nervtötenden Schwachsinn? Lächerlich. Der Typ mit dem Schnurrbart. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihm zugesehen zu haben. Er ist ziemlich gut. Da, dieses Mädchen. Warum habe ich das Gefühl, als hätte ich es schon einmal gesehen? Was ist das denn? Wieder mal kaputt? Dieser elende Schrotthaufen. Muss ich etwas schon wieder ersetzen? In aller Zeit hast du nichts erreicht. Du sitzt hier herum, verschwendest deine Zeit mit diesem sinnlosen Unfug. Wer ist da? Wo verstimmt der Rüpel? Gibt es etwa, dass du so mit mir reden kannst? Dein Temperament hat sich auch nicht geändert. Zeig dich sofort, ansonsten wirst du meinen Zorn zu spüren bekommen. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Sie ist ja schon fort, in Exil getrieben, weil sie es so wollte. Es sei denn, ist etwas Mädchen, das ich eben gesehen habe. Es ist Zeit, dass du die Fabrik aufmachst. Aber ich... Du darfst die Aufgabe nicht vergessen, die dir auferlegt wurde. Ja, Ma'am. Sie suchen jemanden namens Isabel. Isabel, du meinst nicht etwa den Raketenritter? Du weißt, was du zu tun hast. Ja, Ma'am. Mach dein Spielzeug einsatzbereit. Sie ist immer noch nicht ganz aufgewacht. Ja, Ma'am. Was macht er hier und wieso ist er so viel älter? Brutbot, oh Brutbot, wo steckst du, du kleiner Blechhaufen? Junger Herr, Sie benötigen meine Dienste. Ich habe die Inspektion bereits durchgeführt. Darum geht es nicht. Ich will, dass du die Fabrik sofort hochfährst. Dann werden sie es also wirklich tun. Wollen sie sie nicht laufen lassen? Wie bitte? Habe ich richtig gehört? Willst du mir etwa sagen, was ich tun soll? Das würde ich niemals wagen.
Sag mir bloß nicht, dass du Gefühle für diese Tiere hast. Junger Herr, bitte. Ja, manchmal sind sie ein wenig frech, aber es sind schließlich nur Affen. Bitte tun sie ihnen nichts an, meinen Kindern. Schweig, du Blechkopf. Mal sehen, welche Gefühle du jetzt für diese Idioten hegst. System wird neu gestartet. Kommandant Salomon, ich erwarte Ihre Befehle, Sir. Das klingt schon besser. Melden uns zum Dienst, Chef. Chef? Wer ist der Chef? Ich bin euer Kommandant, ihr verbrannten Primaten. Warte hier. Huch. Meine getreuen Anhänger. Die Zeit ist gekommen. Die Fabrik hat wieder den Betrieb aufgenommen. Die glorreiche Miasma-Ernte möge beginnen. Aber zunächst will ich, dass ihr diese weißhaarige Hexe ergreift. Jawohl, Sir. Chef, Sir. Ich meine, Kommandant, Sir. Was mit dem anderen, Sir? Den anderen? Redest du von den Affen? Die werdet ihr auch ergreifen. Ergreift sie alle. Ich will, dass alle ergriffen sind. Das halte ich eine Lektion, die sie niemals vergessen werden. Dann ist auch Schluss mit diesem Kinokassengift. Kassengift, Sir? Maul halten. Und warum seid ihr immer noch hier? Husch, husch. Macht euch auf den Weg. Jawohl, Sir. Kommandant, Sir. Ich darf gegen Affen kämpfen. Solange die nicht fliegen wie bei Zauberer von Ost, geht's ja noch. John, wach auf, John, wach auf. Draußen etwas passiert. Lass uns nachsehen. Ja, immer eine gute Idee. Huch. Es sind schon alle hier. Sie mögen ja Menschen sein, aber sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Und einen direkten Befehl des jungen Herrn verweigern? Also wirklich, Darling. Sie sind hier. Da seid ihr ja. Unser Chef, nein, unser Kommandant, würde gerne wörtlich mit euch reden. Favoloso. Hä? Mit uns? Sie kommen. Da sind sie auch schon. Er greift sie. Ja, ich bin ganz ergriffen. Johns Waffen sind beschlagnahmt. Ach komm, Alter. Das wird kein angenehmes Level, wenn meine Waffen schon weg sind. Das. Oh. Nein. Aber warum wurden wir in diese grässlichen Käfige eingesperrt? Tja, wenn nur jemand auf mich gehört hätte. Ich wollte sie ausliefern, aber nein. Und schau uns jetzt an. Eingesperrt wie Tiere. Tiere, unglaublich. Keine Angst, Bella. Ich werde dich beschützen. Ganz schön großbrüllig, wie jemand, der schon kreicht, wenn es donnert. Schrei mich nicht an. Ich hasse es, wenn Leute mich anschreien. Da fällt mir etwas ein. Was wurde eigentlich aus den anderen Menschen? Oh. Ganz vergessen, dass... Ja, stimmt, wir waren halt allein unterwegs. Upsi. Die hocken bestimmt vor dem Fernseher. Ah, wie erquickend. Eine Dusche an Bord eines Zugs. Hier lebt man wahrlich in Saus und Braus. Was ist denn hier los? Eine Gefängnisszene? Wie originell. William, hilf uns. Ich würde euch ja liebend gerne helfen.
Ist der gerade einfach in die... Okay. Aber ich weiß einfach nicht, was die Situation noch für euch tun könnte. Cut. Falsch, völlig falsch. Was glaubt ihr zwar eigentlich, was sie tut? Und die Szene war so zuvor so glaubwürdig. Ihr bringt mich noch dazu, in mein Kissen zu beißen. Das war jetzt... Wie jetzt? Hä? Ich bin verwirrt. Diese Tränen waren total überzeugend, Robusto. Ich habe voll die Gänsehaut gekriegt. Echt? Ich habe ja auch die ganze Woche geprobt. John, Darling. Vorneweg, ich weiß, dass ich viel verlange. Das kannst du laut sagen. Jetzt aber Ruhe. Also, wärst du so lieb für uns, den jungen Herrn auszuschalten? Sonst wäre er bestimmt wieder in diese furchtbare Fabrik geschleppt. Moment, willst du etwa sagen, dass die ganze Nummer vorhin echt war? So echt wie das dramaturgische Talent des Regisseurs. Aber ich habe all denen unsere Waffen abgegeben. Keine Sorge, Darling. Die dummen Wächter haben all ihre Waffen bestimmt in den Lagerwagen geschafft. Für einen routinierten Aufbau wie John ist es sicher kein Problem, sie zu finden. John, Darling, bitte, bitte. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Achtet nur auf diese Typen, die leuchten auf ihren Köpfen. Auf diese Art von Affenzirkus willst du die Welt verzichten. Okay. Mal die andere Affen anlocken, oder wie? Bin ich hier jetzt Solid Snake oder was? Das ist gerade ganz schlecht. Aber wie soll ich denn das denn dann schaffen? Ja, so nicht. Hä? Ja, aber das Zeitfenster ist doch viel zu klein. Das geht doch gar nicht. Okay, Zeit zum Ausprobieren. Okay, es macht mit dem gar nichts. Oh, ich muss ein bisschen warten. Der Rhythmus so getaktet ist immer gleiches. Das kann natürlich auch sein. Ich bin nicht gut in Schleichspielen. Wollte ich schon mal. Also, ja. Damit ihr da keine Illusionen habt. Ach, jetzt nehme ich sie ja gar nicht mit. Ich raff's nicht.
glaube das auch nicht. Ich dachte halt eventuell, wenn ich auf die Kamera ziele, dass dann die Kamera eventuell runterfällt oder so. Ach, Bomben habe ich auch keine mehr. Ja. Shit, das hätte funktionieren können. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Okay, das habe ich verstanden. Ach, die kommen jetzt sogar hier so rum. Frage ist, komme ich hinter die... Ja, komme ich. Okay, jetzt muss ich auf das Auto warten. Okay. Boah, das Level-Design ist ja mies. Jetzt habe ich die Sorge, dass wenn ich entdeckt werde, ich wahrscheinlich bis an den Anfang hier zurückgeworfen werde. Mein Gott. Ich bin so unauffällig wie ein Elefant im Porzellanladen. Also das wird ganz scheußlich hier, das Level. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay. Ach, die Scheinwerfer müssen aus. Eieiei. Och nee. Ach, was soll das denn jetzt? Ein Level hätte auch gereicht. Ach, da oben ist eine Kiste. Willst du mich natzen? Okay, wie läuft dieser Affe? Dann runter, dann rechts. Dann hoch, dann links. Oh mein Gott. Was macht ihr jetzt, wenn der Wagen da steht? Ach, juckt den nicht. Okay. Das war einfacher als an alle anderen
Nein, Dings zu kommen. Als an alle anderen Kisten zu kommen. Mein Gott. Okay. Konnte jetzt leider nicht weiter rechts gucken, was weiter rechts ist. Ach, und die muss ich jetzt gleich auch noch aktivieren, oder was? Also so jetzt so. Okay, bitte geh nach oben, danke. What? Okay. Warum sollten wir uns hier trennen? Deswegen. Okay. Oh, fuck. Na, Gott sei es gedankt. Aber die kommt ja jetzt zurück. Ja. Okay. Ja, ich hab's gerade gesehen. Einmal trennen. So. War das knapp, Alter. Ich hasse das. Ach so, das Ding geht sogar bis darüber, ja. Prima, du. Danke. Alter Finger. John. Zwei sind gekommen. John, da lang. Ja, sieht keiner. Sie müssen die Fabrik gerannt sein.
Hinterher. Geht ihr mal. Bye bye. Luft es rein. Das war ja wieder eine ganz große Nummer, John. Wie sind die da eigentlich durchgekommen? Und ich hatte schon mein ganzes Leben, wo meine Augen vorbeiziehen sehen. Aber ich fürchte, dass wir noch nicht aus dem Schneider sind. Glaubt ihr, könnt ihr vielleicht... Wir machen es. Überlasst das ruhig uns. Es wird Zeit, dass sich ein richtiger Held darum kümmert. John, hast du nicht eine Kleinigkeit vergessen? Hier sind eure Waffen. Keine Sorge, wir haben nichts von der Munition gestohlen. Yay. Ich habe sogar etwas mehr gefunden. Hoffentlich könnt ihr sie gut gebrauchen. Nicht so schnell. Kann ich unmöglich ziehen lassen, ohne euch das zu geben. Was ist denn das? Zahnradschleuder? Wir hatten die Todesmaschine als Requisit benutzt. Sie hat sich leider als ein wenig zu gefährlich erwiesen. Aber für einen tapferen Recken wie dich ist es genau das Richtige. Macht ihn die Hölle heiß, Darlings. Wait. Alles klar, Herr Kommissar. Nehme ich. Und auf jeden Fall speichern. Das war furchtbar. Ich vermute, dass die Filme in der letzten Kette repliziert werden. Das war nicht mal poetisch. Das ist ja einfach nur die Wahrheit. Wie sieht denn mit dem Inventar aus? Habe ich genug Essen dabei? Ja, gut. Moment. Ja, willkommen. Ich heiße Morgenrot, wunderbar. Ich will was kaufen. Okay, Upgrades kann ich keins kaufen. Brauche ich nicht. Und die brauche ich auch alle nicht. Gut. Ja. Der meistgeschätzte Alter der Kunden. Toll, toll. Okay, let's do this. Brauche ich damit eigentlich Munition dann? Oder? Wie läuft das? I will see, I guess. What? Nee, warte mal. Ist das einfach so hier? Das ist ja... Schade, dass ich Munition brauche. Ich finde die richtig, richtig gut. Ich würde die ganze Zeit, am liebsten ganz halb benutzen. Ich finde die richtig, richtig gut. Ein bisschen random, aber gut. Oh, jetzt müssen wir noch um die Ecke denken, ja, wirklich. Shit. Nicht so herausfordernd, um ehrlich zu sein. Oh. Ich hätte nichts sagen sollen. Ja, ich hätte wirklich nichts sagen sollen. Naja. Ach, dieses Charterbug-Ding, wirklich. Ja. Nein. Benimm dich. Okay. Ach, sie kann da auch nicht durch. What?
Oh, mit einer Bombe. Oder was? Ja. Ja, du kannst ja mal gestohlen bleiben. Hi. Na du. Jetzt geht der ja sogar noch weiter weg. Diesmal nicht, mein Freund. Oh. Frage ist, mit dem hier? Ja. Ich war schon gedacht auf Zeit durch die hier Schnelligkeitsbänder. Bin sofort wieder bei euch. Einen Moment. Jetzt. Ja. Tag. Aber diese Viecher bleiben immer noch meine Hassgegner, ne? Jetzt gibt's die auch noch fliegend. Natürlich gibt's die jetzt auch noch fliegend. Sind die aber wesentlich einfacher als die auf dem Boden. Alter, wie lang ist denn dieser Zug? Oder Fabrik? Oder... Jo, alles klar. Diggi. Kein Ding. Langsam wird es Zeit, was zu essen. Erstmal die Froschkekse. Hab ich den? Oh, die Bombe hat sogar wirklich was gebracht. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der war so klein. Hör auf zu spucken. Gott, das Gedanke heilt mich. Oh mein Gott. Warum denn jetzt nur noch die Kackgegner? Was soll das denn? Bosskampf. Egal wie viel Munition ich verschieße. Alter, das ist ja... Hört doch mal auf, ihr seid ja aber richtig nervig, Mann. Okay, stopp. Hilfe. Ich weiß, warum man das eher mit Controller spielen soll. Ich glaube, mit Controller ist wesentlich einfacher als das, was ich hier fabriziere. Aber gut.
Dieses Zimmer. Moment. Sollte sie nicht hier sein? Sie? Hm. Mama, da bist du ja. Ziel wird analysiert. Mutter, willkommen zurück, Mutter. Aufzeichnung wird abgespielt. Hallo, Maden. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr so weit kommen würdet. Oder vielleicht doch. Schließlich habe ich diese Botschaft aufgenommen. Wenn ihr wissen wollt, wo Isabel ist. Isabel. Ja, wahrscheinlich hat gerade jemand ihren Namen gerufen. Nun, wenn ihr wissen wollt, wo sie ist, dann begeht euch zum östlichen Waggon dieses Zugs. Ich habe eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Hey, wo ist Isabel? Sag uns, wo Isabel ist. Lokalisiere Isabel. Unzureichende Daten. Unzureichende Daten. John, wir müssen zu diesem Waggon. Sofort. Okay. Können wir noch was kaputt machen? Nee. Schade. Kann ich... Oh. Die kann man kaufen. Okay, mal gerade kurz das benutzen und das benutzen und Energy benutzen. 3. Passt schon. Ah, Salomons Chateau. Wo ich jetzt sogar speichern kann und was kochen könnte. Ich habe in meiner Zeit schon so manche verrückte Erinnerungen gesehen. Das kannst du mir glauben. Manche Leute haben irre Fähigkeiten. Hier, speichern. Dankeschön. Okay, dann haben wir es geschafft und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, mach's gut. Ciao.